nötig, denn Turks Vertreter Stefan Hein traf zuletzt 5-mal in 7 Spielen. Deshalb schont Augsburgs Coach Jos Luhukay seinen Star. Die Hertha in Schwarz, auf dem Papier defensiv mit Doppel-6 im Mittelfeld und nur einer Spitze, auf dem Platz aber angriffslustig. Lell, Sanko erobert den Ball und schenkt ihn wieder her. Rukavica, Lell und da ist Lasogga, Pierre-Michel Lasogga, heute einzige Spitze der Berliner. Hertha aggressiv, mit besserer Ordnung. Hubnik mit dem Fehler, Werner. Mijatovic gegen Nando Raphael und Mijatovic bringt den Augsburger zu Fall. Gagelmann zögert nicht, zieht rot gegen Herthas Kapitän. Kein Abseits bei Werners Abspiel. Nando Raphael setzt geschickt seinen Körper ein. Mijatovic trifft den Angolaner. Nicht hart, aber entscheidend. Und zwar hier die rote Karte gerechtfertigt. Lustenberger rückt für Mijatovic aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung. Der anschließende Freistoß harmlos, wie das gesamte Augsburger Spiel. Der FCA jetzt zwar mit mehr Ballbesitz, aber klare Spielzüge selten. Der Unauffällige, Stefan Hein. Werner, Nando Raphael. Und der kann von Glück sagen, dass der eh nicht gezählt hätte. Denn der zweitbeste Schütze der Liga bei diesem Stolperanfall im Abseits. Hertha weiter, defensiv stabil und offensiv mit gut aufgelegten Künstlern. Rukavica. Ronny schickt Rukavica gegen Bellinghausen. Rukavica 0-1. Die hochverdiente Führung für die Hertha. Durch den Australier, der den Vorzug im rechten Mittelfeld vor Adrian Ramos erhalten hatte. Bellinghausen sieht im Laufduell ganz schlecht aus. Kurz vor der Pause Augsburg etwas stärker. Werner, Hubnik dazwischen. 0-1 der Pausenstand, bislang kein guter Tag für den besten Sturm der Liga. Beide Teams unverändert. Fehlpass des sonst starken Ronny, Verhaag. Stefan Hein, Kobiaschwili, wieder Hein, Verhaag. Augsburg wechselt danach, bringt Earl und Bayer für Werner und Brinkmann und das bedeutet volle Offensive. Sören, Bertram, Burchardt wackelt, Earl gegen Burchardt, Elfmeter. Und diesmal liegt Gagelmann falsch. Burchardt geht zwar ungeschickt zum Ball, aber Earl sinkt nach minimaler Berührung hin. Für mich eine Schwalbe. Das sieht auch Roman Hubnik so und teilt dies lautstark dem Assistenten mit. Gelb die Folge für den Innenverteidiger. Burchardt gegen Nando Raphael, 10. Saisontor. Ein unverdienter Ausgleich für Augsburg. Doch der FCA schafft es nicht nachzulegen. Hertha weiter, souveräner, abgeklärter als hektische Gastgeber. Bayer gegen Hubnik. Und wieder Auftritt Gagelmann. Wieder rot gegen Bayer. Auch das richtig. Erst 7 Minuten im Spiel lässt sich Bayer zu dieser Tätigkeit gegen Roman Hubnik hinreißen. Eine Dummheit. Mit Bayer geht auch der Rhythmus aus dem Spiel. Der Rest Hektik. Bellinghausen gegen Lasogga. Bellinghausen. Und wieder greift Gagelmann zur Gesäßtasche. Wieder rot. Bellinghausen trifft Lasogga. Zweimal hart, aber ich denke beide Male nicht mit Absicht. Eine zu harte Entscheidung. Plötzlich Hertha numerisch im Vorteil. Die letzte Minute. Ronny. Raphael. Und dann kommt Lasogga, Jentsch, Ramos, Pfosten, Raphael und dann hält Jentsch die Tabellenführung fest.
Hertha verspielt hier nicht nur den Sieg, sondern verliert auch noch seinen zweiten Innenverteidiger. Hubnik sieht wegen eines angeblich überharten Einsteigens gegen Jentsch gelb-rot. Die vierte rote Karte, die Gagelmann zeigt. Das gab es zuletzt vor 4 Jahren in der zweiten Liga. Aber Markus Babbel regt sich über eine ganz andere Szene auf. Tut mir einfach die Jungs leid, weil sie einen klasse Job gemacht haben. Sie haben gefeitet, sie haben...